Schwierig, wenn ich jetzt Server neu starten muss oder was machen muss. Weil es gab schon ein paar Updates jetzt. Bei mehreren Servern kommt momentan nichts hinterher, weil ich kann leider nicht scripten und bei Rust hatte ich halt einen PvE-PvE-Server gleich in ein, da gab es so ein Modding-Plugin, das funktioniert nicht mehr. Und jetzt ist es wieder PvP-Server, obwohl ich das eigentlich nicht wollte. Ja. Ja. Naja. Ja, macht ja nichts. Aber bei Life is Futile, da. Ich habe das Spiel auch erst seit ein paar Tagen, aber mir wurde schon von Spielern gesagt, es ist wow. Diese Updates, die in den letzten 3 Tagen rausgekommen sind, das sind ja insgesamt über 2 GB. Haben da einiges gemacht. Okay. Hey, ich habe das vor einiger Zeit mal gespielt und auch nur kurz, weil es ja. Es war halt nicht so, wie ich mir dachte, sozusagen. Ich dachte, es wäre mehr Reign of Kings, sozusagen, also mehr bauen als. Ja. Aber es ist mehr fertigstellen als. Ja. Man muss schon planieren alles, das ist ja auch klar. Naja, das ist ja okay, das ist ja wunderbar. Das kann man hier nicht, das ist nämlich ein großer Vorteil von Ihnen, aber. Ich weiß nicht, ob sie es inzwischen anders haben, dass man auch selbst seine Gebäude erstellen kann oder so eine Späße. Also selbst bauen kann, designen kann. Man baut erstmal, ich weiß nicht, wie es vor sechs, wo du es gespielt hast, wie es da war, aber ich habe Videos gesehen, vor einem Jahr. Das ist kein Vergleich mehr. Also wenn ich mir die Pete's Meat Sachen angucke, die ein Jahr her sind oder 8 Monate, kann man nicht mehr vergleichen. Vor allem, ich weiß nicht, wie es damals war, man muss Baustellen sogar erstmal bauen, legen, Haus zu bauen. Naja, es ist ein Prozess, das ist schon klar, aber du musst halt, also du hast einen vorgefertigten Grundriss sozusagen und du kannst den auch nicht verändern, du kannst nichts im Grunde am Haus an sich verändern. Ja. Auch wenn der Aufbauprozess sozusagen an sich gar nicht schlecht aussieht oder so. Aber ja, es ist halt. Du hast halt keine Möglichkeit für kreatives Hausbauen sozusagen. Höchstens bei einer Burg eventuell, aber das ist. Da muss man schon mit sehr vielen anderen Spielern zusammenspielen, damit es klappt. Also ich weiß sowieso nicht, grundsätzlich ist das Spiel sehr auf Zusammenspiel aus, ne? Das auch und Kreativität ist da schon. Man muss, ich weiß nicht, muss mal reingucken. Es hat sich einiges geändert, wurde mir jetzt von vielen gesagt. Die haben gesagt, du kannst es nicht vergleichen, aber vor allem die Nacht, die ist jetzt anders. Früher hat man auf ein paar Meter nichts gesehen und jetzt siehst du wenigstens was in der Nacht durch den Mond. Okay. Aber muss man testen. Ich kann dazu leider nicht sagen, weil ich da selbst neu bin. Was wollte ich jetzt nochmal? Genau. Nicht wundern, die Burg ist ein bisschen, die habe ich jetzt erstmal den König als Admin gemacht, weil hier waren als Leute, die haben nur Scheiße gemacht. Ich habe Die haben kein RP überlegt. gemacht, nur töten und einnehmen. Ich habe überlegt, ob ich den König töte. Oder nee, also nicht den König töte, sondern den Throneinnehmer, um mich dann selbst zu töten, damit ich keine Ressourcenkosten habe. Ach so. Ja, Aber ich habe mich dagegen entschieden. ist auch nicht mehr einnehmbar soweit. Bisher hat es noch keiner mehr geschafft, hier reinzukommen, seitdem ich hier was gemacht habe. Du hast wahrscheinlich nicht den ganzen Berg geclaimed, was bedeutet, du kannst wahrscheinlich von einer anderen Stelle aus rauf auf den Berg. Ich weiß nicht, wie das oben aussieht, ich war nicht drauf. Kannst ja mal hochkommen. Ich habe, sag mal, 6 Tore und, wie gesagt, das Claim, doch, das Claim, die Adler, das bin ich ja. Das wollte ich mal ändern, aber ich weiß nicht wie. Ich habe mehrere Tore und Was wolltest eine du ändern? 6 Meter dicke Mauer, ne? Was wolltest du ändern? Den Claim, also oben, ich heiße ja aktuell die Adler. O drücken, ne? Dann kannst du ja die deinen Gildennamen ändern. Wenn du Oh. deinen persönlichen Namen ändern möchtest.